So, heute ist es soweit. Wir werden den Ryobi Schlagschrauber testen. Und zwar werden wir einmal dem Fahrzeug hier Winterreifen verpassen. Schauen wir mal, ob wir damit einen kompletten Radwechsel hinbekommen. Dafür bocken wir die Karre jetzt erstmal auf und fangen dann hier vorne rechts an. So, das Auto ist angehoben. Jetzt versuchen wir einfach mal, die Räder zu lösen. Dafür benutze ich erstmal nur die zweite Stufe. Die Räder sind mit 140 Newtonmeter festgezogen. Schauen wir mal, ob auf Stufe 2 die Räder gelöst bekommt. Okay, Stufe 2 ist wohl leider ein bisschen zu wenig zum Lösen. Von daher Stufe 3. So, das sah doch schon mal gut aus. Jetzt montieren wir das Winterrad. Ja, die Radschrauben habe ich jetzt einfach mal ein paar Umdrehungen reingedreht per Hand. Und jetzt ziehen wir die in Stufe 1 einmal an. So, jetzt nehmen wir den Drehmomentschlüssel, lassen das Fahrzeug einmal runter und knacken schon mal das Rad an. Den Drehmomentschlüssel habe ich schon mit 140 Newtonmeter eingestellt. Das ist das Drehmoment, was ein BMW 1er benötigt. So, Radkappe montieren und zum nächsten Rad.
Ja, das war der Test des Ryobi Akku-Schlagschraubers. Ich bin da wirklich mit zufrieden. Er hat wirklich alle vier Räder anstandslos gelöst. Die ein oder andere Schraube, da hat er natürlich ein bisschen länger gebraucht, bis die gelöst wurde. Da hat man einmal angesetzt, laufen lassen, kurz pausiert und dann nochmal. Und dann beim zweiten Mal spätestens hat er die Radschraube auf jeden Fall gelöst gekriegt. Ich denke mal, für den Preis kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Also ich glaube, in der günstigsten Variante, wenn man sich jetzt den Akkuschrauber und ein Akku mit Ladegerät kauft, liegt man da irgendwo bei 160, 170 Euro ungefähr. Wenn man überlegt, ein Makita, den könnte man jetzt damit vergleichen, kostet mehr als das Doppelte. Und ich denke mal, für den Heimwerker, für den Hobbyschrauber, der eine Handvoll Räder im Jahr mal wechselt oder auch mal ein paar andere kleine Arbeiten am Fahrzeug macht, also jetzt so Querlenkerschrauben tauschen oder Radlagerschrauben lösen, dafür sollte der auf jeden Fall vollkommen ausreichend sein. Natürlich kann man sowas nicht mit einem wirklich guten luftbetriebenen Schlagschrauber vergleichen. Da kommt es natürlich darauf an, was hängt da für ein Kompressor dran, was haben wir da für einen Schlauch, der da hinläuft. Die schaffen es natürlich viel, viel mehr Kraft auf die Schraube zu bringen. Ich glaube, der von HZ aktuell, da ist so ein ganz kompakter rausgekommen, der macht weit über 1000 Newtonmeter Lösemoment. Das ist natürlich der Hammer. Aber natürlich nur, wenn der Kompressor und wenn der Schlauch einwandfrei ist. Jedoch muss man natürlich darauf achten, wer hat schon einen Kompressor zu Hause oder in der Garage. Mit einem kleinen 10 oder 24 Liter Kompressor kommt man da nicht weit. Das ist eigentlich nur Spielzeug. Und ich denke mal, ohne sich einen Kompressor anzuschaffen, muss man wirklich sagen, so ein Akkuschrauber ist da der perfekte Begleiter. Mir gefällt das Teil, ihr werdet den wahrscheinlich in anderen Videos häufiger mal jetzt treffen. Denn das wird, glaube ich, jetzt ab sofort mein treuer Begleiter. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert mich gerne, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Damit unterstützt ihr mich so ein bisschen und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ciao!